Veränderung. Ein Thema, das uns alle betrifft. Warum fällt es dir oft so schwer, deine Meinung zu ändern, neue Wege zu gehen, Altes loszulassen? Dein Gehirn liebt Gewohnheiten und bekannte Pfade. Warum? Weil es Energie sparen will. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag neu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Anstrengend, oder? Veränderung bedeutet für dein Gehirn erstmal Stress. Es ist wie ein Warnsignal: Achtung, unbekanntes Terrain. Hier könnte Gefahr lauern. Kein Wunder, dass du dich lieber an Vertrautes klammerst, wie die sprichwörtliche deutsche Eiche. Aber keine Sorge, du bist diesem Mechanismus nicht hilflos ausgeliefert. In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du lernen kannst, Veränderungen anzunehmen und als Chance zu begreifen. Einer der hartnäckigsten Widersacher von Veränderung ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Dieser psychologische Effekt beeinflusst dein Denken und Handeln auf subtile, aber tiefgreifende Weise. Was das ist? Ganz einfach. Du suchst und interpretierst Informationen auf eine Weise, die deine bestehenden Ansichten bestätigt. Das bedeutet, dass du dazu neigst, nur das zu sehen und zu hören, was deine Überzeugungen stützt, und alles andere zu ignorieren oder abzulehnen. Wie der typische Besserwisser im Wirtshaus, der immer Argumente findet, warum sein Lieblingsverein gewinnen wird, egal wie schlecht es um ihn steht. Diese Art von selektiver Wahrnehmung kann in vielen Bereichen deines Lebens auftreten, von alltäglichen Diskussionen bis hin zu wichtigen Entscheidungen. Stell dir vor, du bist überzeugt davon, dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist. Diese Überzeugung wird deine Mediengewohnheiten und sogar deine Freizeitaktivitäten beeinflussen. Dann wirst du eher die Sportschau schauen, statt ins Theater zu gehen. Deine Vorlieben und Abneigungen werden durch den Bestätigungsfehler verstärkt, was es schwierig macht, neue Perspektiven zu gewinnen. Der Bestätigungsfehler ist ein echter Meister der Manipulation. Er lenkt deine Aufmerksamkeit und beeinflusst deine Entscheidungen, oft ohne, dass du es merkst. Er gaukelt dir Objektivität vor, wo eigentlich nur deine eigenen Vorurteile am Werk sind. Diese Illusion der Objektivität kann dazu führen, dass du dich in deinen Ansichten verhärtest und weniger offen für neue Informationen bist. Aber keine Sorge, du kannst lernen, ihn zu durchschauen. Indem du dir bewusst machst, wie der Bestätigungsfehler funktioniert, kannst du beginnen, deine eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Indem du dich bewusst mit anderen Meinungen auseinandersetzt, vielleicht mal ein Handballspiel anschaust und aktiv nach Gegenargumenten suchst, durchbrichst du den Teufelskreis des Bestätigungsfehlers. Es erfordert Übung und Geduld, aber es ist möglich, ein ausgewogeneres und offeneres Denken zu entwickeln. Ein weiterer Faktor, der es dir schwer macht, deine Meinung zu ändern, ist die Ankerheuristik. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Dein Gehirn klammert sich an die ersten Informationen, die es zu einem Thema erhält. Wie ein Schiff, das an einem Anker festgehalten wird. Ein Beispiel gefällig? Stell dir vor, du lernst einen neuen Kollegen kennen. Gleich am ersten Tag ist er schlecht gelaunt und unfreundlich. Dieser erste Eindruck prägt dein Bild von ihm, selbst wenn er an allen anderen Tagen nett und hilfsbereit ist. Die Ankerheuristik zeigt, erste Eindrücke sind wichtig, aber sie sind nicht immer repräsentativ. Wichtig ist, offen zu bleiben und Menschen und Situationen nicht vorschnell zu bewerten, wie ein Urteil vom Kaffeeklatsch. Zeit spielt ebenfalls eine Rolle. Je länger du an einem ersten Eindruck festhältst, desto schwieriger wird es, diesen zu ändern. Es erfordert bewusste Anstrengung und Reflexion, um deine anfänglichen Urteile zu hinterfragen und zu revidieren. In einer sich ständig verändernden Welt ist es entscheidend, flexibel zu bleiben und offen für neue Informationen und Perspektiven zu sein. Bildung und kontinuierliches Lernen können dir helfen, deine Anker zu lösen und ein umfassenderes Verständnis zu entwickeln. Indem du dir Zeit nimmst, um innezuhalten und zu reflektieren, kannst du deine Wahrnehmungen und Urteile verbessern. So schaffst du eine Umgebung, in der positive Veränderungen und Wachstum möglich sind. Lass uns also daran arbeiten, unsere Anker zu lösen und offen für neue Eindrücke zu sein. Doch warum fällt es dir eigentlich so schwer, deine Meinung zu ändern? Nun, eine Meinung ist Teil deiner Identität. Sie prägt dein Selbstbild, deine Werte und dein Weltbild. Fast so wichtig wie deine eigene Büchersammlung. Wenn du deine Meinung änderst,
stellst du damit dein ganzes Selbstbild in Frage. Das kann beängstigend sein. Es fühlt sich an, als würdest du einen Teil von dir selbst aufgeben. Aber Veränderung bedeutet nicht, dass du deine Identität verlierst. Im Gegenteil, sie ermöglicht es dir, zu wachsen, neue Seiten an dir zu entdecken und dein Selbstbild zu erweitern. Jetzt wird es aber Zeit für gute Nachrichten. Dein Gehirn ist nämlich kein starrer Klumpen, sondern unglaublich flexibel. Der Fachbegriff dafür lautet Neuroplastizität. Neuroplastizität bedeutet, dein Gehirn kann sich ein Leben lang verändern und anpassen. Es ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Je mehr du dich neuen Herausforderungen stellst, desto flexibler und anpassungsfähiger wird dein Gehirn. So wie ein Fußballer durch regelmäßiges Training zum Starspieler wird. Das heißt, du bist Veränderungen nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst lernen, flexibler zu denken, neue Perspektiven einzunehmen und Veränderungen als Chance zu begreifen. Aber wie schaffst du es nun konkret, offener für Veränderungen zu werden? Ganz wichtig, setze dich nicht unter Druck. Veränderung braucht Zeit und Geduld. Fange klein an, wie beim Wandern in den Alpen. Lies beispielsweise regelmäßig Artikel oder Bücher zu Themen, die dir neu sind. Oder probiere jede Woche ein neues Rezept aus. Wichtig ist, dass du dich langsam an neue Erfahrungen herantastest. So überwindest du die Angst vor dem Unbekannten und entdeckst vielleicht sogar neue Leidenschaften. Neue Erfahrungen sind der Treibstoff für dein Gehirn. Sie fördern die Neuroplastizität und helfen dir, flexibler und anpassungsfähiger zu werden. Raus aus deiner Komfortzone. Das mag im ersten Moment beängstigend klingen, aber es lohnt sich. Melde dich zum Beispiel für einen Tanzkurs an, obwohl du denkst, du hättest zwei linke Füße. Oder halte einen Vortrag, obwohl du Angst vor öffentlichem Reden hast. Wichtig ist, dass du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellst. So lernst du, mit Unsicherheit umzugehen und gewinnst Selbstvertrauen. Oftmals siehst du Veränderung als Feind an, als etwas Bedrohliches, das deine Komfortzone angreift, wie der böse Wolf im Märchen. Doch was wäre, wenn du lernen würdest, Veränderung als Freund zu sehen? Veränderung bietet dir die Chance, aus alten Mustern auszubrechen, neue Wege zu gehen und zu wachsen. Sie hält ungeahnte Möglichkeiten und Abenteuer für dich bereit. Versuche, deine Perspektive zu ändern. Sieh Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance, dich weiterzuentwickeln und neue Facetten an dir zu entdecken. Neugierde ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Sie hält dich jung, geistig flexibel und offen für Neues. Indem du deine Neugierde am Leben erhältst, förderst du deine Lernfähigkeit und deine Bereitschaft, dich zu verändern. Stelle Fragen. Interessiere dich für andere Kulturen, lerne eine neue Sprache, beschäftige dich mit Themen, die dich bisher noch nie interessiert haben. Je neugieriger du bist, desto spannender und abwechslungsreicher wird dein Leben. Veränderung erfordert Mut. Mut, alte Gewohnheiten loszulassen, neue Wege zu gehen und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Aber Mut wird belohnt. Mit jedem Schritt, den du aus deiner Komfortzone wagst, wächst du über dich hinaus und entdeckst neue Seiten an dir. Trau dich, deine Meinung zu ändern, deine Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen. Es lohnt sich. Veränderungen gehören zum Leben. Sie sind die Würze, die unser Leben spannend und abwechslungsreich macht. Lernen wir, Veränderungen anzunehmen und als Chance zu begreifen. So können wir unser volles Potenzial entfalten und ein erfülltes Leben führen. In diesem Sinne, bleib neugierig, mutig und offen für Neues. Bis zum nächsten Mal.